Alle mal herhören, es folgt jetzt ein Vortrag über die Machenschaften von Monsanto. Gut, ich habe lange überlegt, was ich an dieser Stelle erzählen soll. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass man mit der Aufzählung, was Monsanto alles für Schandtaten vollbringt, eigentlich den ganzen Nachmittag füllen könnte. Die Älteren von euch werden sich vielleicht an den Vietnamkrieg zurückerinnern und den damit verbundenen Einsatz des Giftes Agent Orange durch die Amerikaner. Noch heute erkennt man deutlich die Spuren dieses Einsatzes. Schwere Behinderungen und Geburtsfehler sind bei vietnamesischen Neugeborenen an der Tagesordnung. Monsanto produzierte damals Agent Orange und belieferte das US-Militär mit dem chemischen Kampfstoff, der hauptsächlich Schäden für die Zivilbevölkerung nach sich zog. Naja, nun will ich aber auf das Wesentliche zu sprechen kommen. Monsanto, als international agierender Agrarbiotechnologiekonzern, verdient sein Geld hauptsächlich damit, den natürlichen Kreislauf des Lebens zu unterbrechen und an dieser Stelle sich selber einzusetzen. Dieser Konzern bündelt also seine gesamte kriminelle Energie, um bereits vorhandene Lebensmittel genetisch dahingehend zu verändern, dass sie angeblich besser für den Menschen sein sollen, im Hinblick auf Ertrag, Schädlingsresistenz oder ähnliches. In Wahrheit treffen diese Versprechen seitens Monsanto allerdings nie zu. Die Ernte ist schlechter und durch den notwendigen Einsatz von den Pestiziden und Herbiziden, die praktischerweise von Monsanto gleich mit dazu vertrieben werden, verlieren die Bauern noch mehr Geld. Dadurch, dass es sich um genveränderte Organismen handelt, die so nicht in der Natur zu finden sind, gelten diese Pflanzen nun offiziell als Produkt. Dieses Produkt lässt sich Monsanto nun patentieren und verbietet den Bauern, die ihre Samen und Genetik verwenden, Samen aus dem Vorjahr im nächsten Jahr wieder neu auszusehen. Stattdessen sollen die Bauern die Samen jedes Jahr neu von Monsanto kaufen. Um es also einmal zusammenzufassen, geringere Ernte, Einsatz von giftigen Pestiziden wie Monsantos Glyphosat, welches auch unter der Marke Roundup bekannt ist, und zusätzlich der Zwang, jedes Jahr neue Samen zu kaufen. Wie ihr seht, schlecht für den Bauern und die Menschheit, gut für Monsanto. Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich die genetisch veränderten Organismen, sobald einmal in freier Wildbahn, auf natürlichem Wege mit einheimischen, nicht transgenen Organismen kreuzen und das entsprechende Monsanto-Gen auf diese Weise dort platziert wird. Wenn man sich das einmal auf Dauer vorstellt, würde irgendwann in beispielsweise jedem Mais, ob jetzt von Monsanto oder nicht, beispielsweise die Monsanto-Gene aus dem Mais Smartstacks zu finden sein. Dieser Mais Smartstacks, welcher 6 verschiedene Toxine produziert, um gegen Schädlinge resistent zu sein, steht übrigens momentan zur Debatte, ob er in der EU zugelassen werden soll. Einerseits hätte dadurch Monsanto also irgendwann Patent auf jegliche Pflanzen, andererseits könnte man sich nicht mehr sicher sein, ob der konventionell angebaute Mais nicht schon längst durch Kreuzung infiziert ist und auch für den Menschen schädliche Toxine produziert. Obwohl dieser Tag heute als weltweiter Protesttag gegen Monsanto gedacht ist, sollten wir dennoch nicht vergessen, dass auch wir Deutschen mit Konzernen direkt vor unserer Haustür konfrontiert sind, welche Gentechnik voranbringen wollen. Hier sind ganz besonders BASF und Bayer hervorzuheben. Im US-Bundesstaat Washington wird im November über die verbindliche Kennzeichnung von Gentechnik-Zutaten in Lebensmitteln abgestimmt. Bislang gibt es in den USA nämlich noch keine entsprechenden Vorschriften diesbezüglich. Ein Erfolg der sogenannten Initiative 522 könnte eine Kettenreaktion auslösen. Die Gentechnikindustrie finanziert daher eine Gegenkampagne. Der deutsche BASF-Konzern hat dafür $500.000 locker gemacht. Von insgesamt rund 2000 Patenten, welche die amerikanische EPA auf transgene Pflanzen gewährt, besitzt der Bayer-Konzern demnach 206. Unter anderem auf Mais, Weizen, Reis, Gerste, Soja, Baumwolle und sogar auf genmanipulierte Bäume. BASF besitzt 144 und im Vergleich dazu Monsanto hingegen nur 199. Beantragt hat BASF sogar ganze sage und schreibe 1273 Patente. Da können wir also von Glück sagen, dass nur 144 zugelassen worden sind. In Deutschland halten sich BASF und Bayer mit ihren Gentechnikprodukten momentan zwar noch zurück, allerdings wird durch Lobbyarbeit dermaßen Druck ausgeübt, dass wir als Gegenpol auftreten und der Politik deutlich machen müssen, dass wir keine Gentechnik in Deutschland und auch sonst wo auf der Welt wollen. Vielen Dank.
freue mich, dass wir heute ein ganz neues Gesicht bei uns begrüßen sollen dürfen. Das ist Marc. Marc hat die Eigeninitiative einfach übernommen und hat an diesem globalen Aktionstag diese Organisation angemeldet, die Flyer gedruckt und auch die erste Rede gehalten. Ich finde das einfach super, dass ein Schüler so verantwortungsvoll ist und sagt, das ist meine Zukunft. Wir müssen aktiv werden, wir junge Leute. Und ich finde es auch genauso toll, dass heute so viele ganz junge dabei sind. Ich hoffe, das bleibt so und wir werden bestimmt im Vorfeld der nächsten Monate vor der Europawahl noch häufiger zusammenkommen, denn da braut sich was ganz Böses an. Wir haben gerade ein paar Info-Flyer verteilt. Ein zweites Blatt heißt dem Monsanto TIP stoppen. Da werden wir gleich noch was hören am Ende. Wenn dieses alles realisiert wird, dann sind alle Demos, die wir gegen die ACTA gemacht haben, alle Initiativen gegen die private Wasserversorgung umsonst. Wir müssen ganz, ganz forciert aktiv werden, überall in allen Städten und auch in der ganzen Welt. Und Gott sei Dank passiert das ja. Und vor allen Dingen kommt es auf die Jugend an, dass die diese Dinge unterstützt. Also vielen Dank, Marc. Du hast es super gemacht. Ja, Doris, ich danke dir auch und ich möchte euch alle nochmal bitten, bei uns zu bleiben, denn gleich kommt, wie Doris schon gesagt hat, der Vortrag von ihr über das transatlantische Freihandelsabkommen, wo uns allen droht, die ganze Monsanto-Genscheiße noch über die Hintertür zu erreichen. Also, lauft nicht weg.